Hallo zusammen. Ich möchte euch heute diese 6 Megapixel IPPOE Kamera von der Firma Antwitz vorstellen. Und zwar liefert die euch nicht nur gestochen scharfe Bilder, sondern hat besondere Features, wie dass sie Personen wie auch Autos erkennen kann. Ich werde sie jetzt einfach mal auspacken und dann werden wir die verschiedenen Features noch genauer betrachten. Es beginnt mit einer Bedienungsanleitung. Diese ist aber leider nur in Englisch geschrieben, soll aber heutzutage kein Problem mehr darstellen. Dann haben wir die Kamera selber. Die Kamera selber verfügt über ein Versorgungskabel. Und zwar sehen wir da zum einen einen Anschluss für den 12 Volt DC und zum anderen haben wir den Ethernet-Anschluss. Aber das Besondere mit diesem Ethernet-Anschluss, kann diese Kamera auch mit Energie versorgt werden. Das heißt, sie ist PoE-fähig, das heißt Power over Ethernet. Da müsst ihr gucken, ob euer Router PoE zur Verfügung stellt. Ansonsten müsst ihr euch leider einen Switch zulegen, wo der euch dann PoE liefert. Ansonsten seht ihr, die Schale ist aus Aluminium. Sie ist äußerst robust und soll eine Schutzklasse von IP66 haben. Das bedeutet, es kann kein Staub oder Wasser eindringen, der die Kamera dann irgendwie schadet. Zusätzlich besitzt sie noch eine Öffnung, womit der Ton einseitig aufgenommen werden kann. Und ansonsten ist zu sagen, dass sie einen 2,8 mm Objektiv besitzt und 110 Grad Weitwinkel hat. Sie kann also eine besonders große Fläche aufnehmen. Na, weiterhin finden wir noch ein Warnschild, dass ihr eine Überwachungskamera aufstellt. Dann gibt es noch einen After-Sales-Service. Da auf der Karte ist beschrieben, an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr Hilfe bzw. weiteren Support braucht. Und eine Anleitung, der euch erklärt, wie man Folgendes installiert. Und zwar gibt es hier noch einen Zusatz. Hiermit könnt ihr den Ethernet-Stecker so ausrüsten, sodass kein Wasser in den Stecker eindringen kann. Also dieser auch wasserdicht wird. Dann als letztes finden wir dann noch Dübel und 3 Schrauben sowie einen Imbusschlüssel. Und das Schönste daran ist, wir finden einen Schablonenaufkleber. Das bedeutet, ihr müsst nicht öfters als 3-mal bohren, ihr müsst nur diesen Aufkleber irgendwo anbringen, wo ihr die Kamera anbringen wollt, und dort findet ihr dann die 3 Löcher markiert, so dass ihr dann, wenn ihr bohrt, nur einmal bohrt und die Kamera dann auch gleich passt. Alles klar, wir wenden uns jetzt den Programmen zu, womit diese Kamera dann betrieben wird und dann auch mit euren Smartphones verbunden werden kann. Also, bis dahin, dass ich sie anschließen kann. Ich habe mir dafür einen Switch gekauft und dieser kann kann bis zu 30 Watt PoE liefern. Insofern habe ich dann bei der LAN-Verbindung meinen Router angeschlossen und dann muss ich jetzt mit dem PoE-Kabel, dem Ethernet, mit dem PoE-Stecker die Kamera verbinden und sie besitzt hier eine kleine grüne LED, die euch dann anzeigt, ob die Kamera arbeitet oder nicht, und wir sehen, dass die Kamera dann auch mit Strom versorgt ist. Alles klar, jetzt sollte sie schon arbeiten und jetzt müsst ihr nur auf diese Seite von Antwitz. Dort werden euch die verschiedenen Modelle, die ihr euch anschaffen könnt, angezeigt. Und hier werden wir dann ganz einfach Search Tool finden, wie ihr die Kamera dann findet. Weil es ist ein bisschen schwieriger, erstmal herauszufinden, welche IP-Adresse diese Kamera hat, aber sobald ihr diese gefunden habt, ist es ein leichtes, diese einzurichten, und das werde ich euch mal demonstrieren.
Jetzt haben wir die Kamera mit PoE versorgt. Das heißt, sie hat Internet und ist mit Energie versorgt. Insofern können wir jetzt die Kamera auch gleich in Betrieb nehmen. Ihr seht jetzt hier auf der Seite von Antlitz, bieten sie euch an Search Tools, die ihr hier seht, für verschiedene Systeme wie Windows oder Linux. Ich habe den Weg gewählt, dass ich über meinen Fritz-Router mir die IP-Adresse mir anzeigen lassen habe. Und dann, wenn ihr wisst, welche Adresse die Kamera hat, dann müsst ihr die quasi oben einfach in das Fenster eingeben. Und dann findet ihr folgenden Eingabebildschirm. Die Zugangsdaten findet ihr quasi in der Bedienungsanleitung. Die sind immer gleich für alle Kameras am Anfang. Die sind einfach eingeben. Google weist euch darauf hin, dass das ein sehr billiges Passwort ist. Alles klar. Jetzt sehen wir auch schon die Kamera in Funktion. Ich kann euch hier anzeigen lassen. Es ist ein bisschen zeitverzögert, aber ansonsten ist das Bild sehr scharf. Hier auf dieser Seite könnt ihr jetzt diese Kamera dann auch noch konfigurieren. Das heißt, zum einen könnt ihr sagen, alles klar, von der Kamera das Video, welche Qualität wollt ihr angezeigt haben, wollt ihr es besonders hell haben oder jegliches, oder ihr könnt unter Event euch einstellen, welche Motion Detection ihr haben wollt. Das bedeutet, die Kamera ist in der Lage, Personen und Autos zu erkennen, und wenn dieses erkannt worden ist, dann könnt ihr dieses triggern und dann könnt ihr einstellen, wie weit vorher ihr die Videoaufnahmen sehen wollt und wie lange dann ein Video aufgenommen werden soll. Genauso sehr kann einfach nur ein Bild geschossen werden. Alles klar, gut, wir werden jetzt diese Einstellungen behalten und dann einmal demonstrieren, dass Personen dann erkannt werden und ihr dann eine Benachrichtigung auf euer Smartphone bekommt. Also, so wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die Kamera auf dem Boden platziert. Jetzt müsst ihr auf eurem Smartphone die App Danale einfach installieren. Und wenn ich mich jetzt bewege in dem Bild, dann seht ihr, dass in meinem Umriss ein rotes Rechteck jetzt erscheint und ich bekomme dann auf meinem Smartphone die Nachricht, dass Human Induction auf der Kamera, und kann die App öffnen und es hier dann als Benachrichtigung sehen. Und wenn ich den Cloud Service eingeschaltet habe, dann könnte ich jetzt mir die Aufnahme von dieser Kameraauslösung ansehen und bin dann zu jedem Moment darüber informiert, wenn irgendwo etwas passiert, wo ich diese Kamera installiert habe. Also auf jeden Fall von mir eine klare Empfehlung. Die Kamera ist ein super Tool, um euer Haus und eure Familie sicher zu halten. Und in dem Sinne kann ich euch nur diese Empfehlung geben. Kauft diese Kamera von Antlitz. Die gibt es auch in verschiedenen Arten und Weisen. Also so, dass ihr noch in der Lage seid, die Kamera zu bewegen. Diese ist statisch, aber dadurch, dass sie einen 110 Grad Winkel hat, habt ihr einen extrem weiten Sichtradius. Wie ihr seht, sehen wir wirklich den ganzen Raum. Ansonsten wäre es das für heute für mich, und ich sage bis demnächst.